Kein Torwart vor ihm hat in der Champions League seinen Kasten länger sauber gehalten als er. Beim WM-Sommermärchen vor 4 Jahren wurde er zum Helden der Nationalmannschaft. Dennoch 2 Jahre später erklärte Jens Lehmann seinen Rückzug aus der Nationalelf, um, wie er sagte, die Bahn frei zu machen für einen jüngeren Torwart. Im vergangenen Mai beendete er dann seine aktive Fußballerkarriere endgültig. Mit Südafrika 2010 hat er dennoch eine Menge zu tun. Er engagiert sich nämlich in mehreren Sozialprojekten. Unter anderem ist er Botschafter der Stiftung Power Child Campus South Africa. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, die Kinder in den Townships zu schützen vor sexueller Gewalt. Nun ist zu dieser Thematik ein Spielfilm entstanden und einer der Hauptdarsteller heißt Jens Lehmann. Alle Jungs in seinem Dorf an der Küste Südafrikas sind fußballbegeistert. Aber keiner zaubert mit dem Ball wie Temba. Ein Ausnahmetalent in einem der ärmsten Winkel der Erde. Als Jugendlicher hat er das Glück, entdeckt zu werden von einem, der uns verdammt bekannt vorkommt. Du hast recht, er hätte früher abspielen sollen. Mr. Jacobs, ich bin bei den Lion Strikers. Sie haben uns die Fußballschuhe geschenkt. Ja, worauf wartest du dann noch? Los, schnapp dir... Der ehemalige Nationaltorwart Jens Lehmann in seiner ersten Schauspielrolle. Die deutsche Fassung synchronisiert er selbst. Temba. Ich brauche einen Job. Für Temba wird es der Traumjob. Doch was sein Entdecker noch nicht weiß, Temba ist HIV-positiv. Du kennst doch Andy Le Pepper von Bafana Bafana. Und sie wollen, dass du für die U20-Nationalmannschaft spielst. Kinder mit AIDS. Für die engagiert sich Jens Lehmann schon lange und ließ sich deshalb ein auf die Herausforderung Spielfilm. Der Beruf des Schauspielers, so wie ich es jetzt im sehr, sehr Kleinen kennengelernt habe, ist auch nicht zu unterschätzen, weil es sehr, sehr zeitaufwendig ist, mit sehr, sehr viel Warten und Nichtstun und immer wieder probieren, ob es nicht noch eine bessere Einstellung gibt. Aber es war ihm wichtig, dabei zu sein. Denn auch die deutschstämmige Regisseurin Stefanie Süchold aus Südafrika kämpft dafür, dass AIDS hier kein Tabuthema bleibt. Insbesondere in der scheinbar heilen Welt des Fußballs. Ich meine, Fußball wird immer mit Sport und Gesundsein und Power assoziiert. Und AIDS und HIV ist krank und schwach. Und man bringt das eigentlich nicht miteinander zusammen. Tatsache ist, es gibt viele Fußballer in Südafrika, die HIV-positiv sind. Das betrifft eben schon Kinder. Und Tembas Mutter, die ebenfalls AIDS hat, stirbt fast, weil sie sich schämt, zum Arzt zu gehen. Scham und Schweigen. Für Temba ist gerade das fast noch unerträglicher als die Krankheit selbst. Guten Morgen. Das ist ja widerlich. Auch er verleugnet den Virus. Tembas Stiefvater Luthando, wie viele Südafrikaner. Ich lasse mich nicht testen. Können wir dann nicht mal mehr richtige Männer sein, hm? Temba ist wütend auf Männer wie ihn. Von ihm, seinem Stiefvater, wurde er mit AIDS infiziert, weil der ihn vergewaltigt hatte. In dem Glauben an den Mythos, Sex mit Unberührten heile die Krankheit. Für Temba ist es das Ende seiner Kindheit. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Auch die hohe Vergewaltigungsrate ist tabu in Südafrika. Der weltbekannte Darsteller Patrick Mofokeng sträubte sich lange, den Vergewaltiger zu spielen. Ich habe ihn angefleht und habe gesagt, es kann nicht sein, dass du jetzt verlangst, dass ich einen Schauspieler aus einem anderen Land nehme für sowas. Und dann hat er gesagt, das stimmt. Ich finde, das ist, man muss dagegen was sagen und tun. Und wenn man daran glaubt, dann muss ich das auch spielen. Und es war aber hart für ihn. Er sagt, es war das Härteste, was er je spielen musste. Ja, er will Temba Matakane für seine Elf. Als Temba kometenhaft zum Nationalspieler aufsteigt, spricht er auf einer Pressekonferenz, die zum Höhepunkt des Films wird. Okay, ich übergebe jetzt an Temba. Ich bin HIV-positiv. Wieso sollte ich mich schämen? Soll ich mich schämen, dass ich vergewaltigt wurde? Ich habe das nicht gewollt.
Ich war damals klein. Das gab es übrigens noch nie. Es gab noch nie einen Fußballer in Südafrika, der sich dazu bekannt hat. Und das ist schon klar, dass einige schon daran gestorben sind. Es wäre natürlich einfacher, aber wenn sich Leute dazu bekennen würden, weil es einfach ein Vorbild wäre für Jugendliche, wie sie besser damit umgehen. Der Zauber des Fußballs. Er kann selbst dem südafrikanischen AIDS-Drama etwas von seiner Schwere nehmen. Das zeigt der Film Themba, der nichts beschönigt, aber Hoffnung macht.